Hallo zusammen, ich bin Robin von Nikin und ich würde euch gerne ein bisschen mehr über unsere Materialien erzählen, die wir in unseren Produkten verwenden. In letzter Zeit sind vereinzelt Anfragen gekommen von Kunden, warum wir überhaupt Kunstfaser in unseren Produkten integriert haben. Und ja, wir haben unsere Gründe dazu. Und zwar ist Kunstfaser im Endeffekt ein bisschen flauschiger als Naturfaser, was uns ermöglicht, unsere Produkte angenehm und mit einem guten Tragekomfort können zu gestalten. Wir haben bewusst gesagt, dass wir keine Tierprodukte bei unseren Produkten haben wollen. Das ist eine Philosophie von Nikin. Und schlussendlich ist es auch ein bisschen günstiger, was uns ermöglicht, vernünftig nachhaltige Produkte zu einem fairen Preis anbieten. Und das ist alles zusammen mega wichtig für uns, dass wir das so machen können. Und darum haben wir immer noch Anteil von Kunstfaser bei uns. Was wir aber dafür sagen kann, ist, größtenteils ist es recycelte Kunstfaser. Und auch bei unseren Trainees haben wir immer noch größtenteils Kunstfaser drin, aus dem Grund, weil es einfach wärmer gibt. Und im Winter ist das mega wichtig. Es ist qualitativ sehr hochwertig und ist langlebig, hält lang, verliert die Form weniger schnell. Wir haben aber Alternativen, und zwar wir haben auch recycelte Trainees. Wir haben den Versuch gemacht letztes Jahr mit recycelten Jeans, das war 100% Baumwolle gewesen. Wir haben aber müssen feststellen, dass die relativ schnell ihre Form verloren haben, damit nicht sehr langlebig gewesen sind. Und sie haben auch viel zu wenig warm gegeben. Es ist, Baumwolle gibt einfach leider ein bisschen weniger warm als synthetisch oder Kunstfaser. Und darum haben wir solche Versuche gemacht. Wir sind noch nicht zu Ende mit diesen Versuchen. Wir probieren hier uns Schritt für Schritt zu verbessern. Momentan haben wir für dieses Jahr ein Trainee, das aus recyceltem Polyester und recyceltem Cotton ist, Baumwolle. Und das ist schon sicher viel besser als letztes Jahr. Aber wir sind hier weiterhin auf der Suche nach der perfekten Lösung. Auch zusammen mit dem Hersteller. Dass wir hier da etwas Sauberes, Vernünftiges und Nachhaltiges können produzieren in Zukunft. Wir können mit Stolz sagen, dass praktisch alle bis auf einen Hersteller hier in Europa daheim sind. Das heisst, wir haben mega nahe Wege, die Produkte hinter sich legen, bis die bei uns sind und schlussendlich auch bei euch daheim. Es ist nicht ganz einfach, in Europa Hersteller zu finden und vor allem nicht Hersteller, die das nachhaltige Denken haben. Bei diesen Herstellern ist meistens ein bisschen das veraltete Denken verankert. Und für uns ist es immer ein mega Pain, die dazu zu bringen, dass die uns nachhaltig produzieren, die zu überzeugen. Das braucht enorm viel Aufwand und Effort dafür. Aber schön ist dafür zu sehen, dass wir es wirklich bei den meisten geschafft haben, dass die Wände mit uns auf den Weg gehen. Wir haben es geschafft, in der Türkei eine ganze Textilindustrie umzupolen, die jetzt sogar GOTS zertifiziert ist, also ein gutes Label für organische Biobaumwolle. und das macht uns mega stolz und da bleiben wir auch dran. Und das sind dann weiterhin unsere Ziele, dass wir in Europa mit guten Materialien herstellen können.